Dach ist clear. Ja, check. Crime ist im Short? Der ja. Wie sieht's aus? Können wir? Oh. Ja, check, ihr könnt anfangen. Check. Nochmal für alle zur Notfahndung, werden jetzt aufgenommen. Links ist noch eine Sache frei. Ja. Ja. Okay, da ist alles immer. Ich will jetzt mal gucken, wie die aufgebaut sind. Ja. Okay. Das ist das ein Maserati? Ja, steht auch noch. Und schwarze Mercedes. Ja. Passt. Ja. Die Frage, ob auf den Dächern noch was versteckt ist, ne? Deswegen will ich ein Team haben, das vielleicht da oben das gehört hin. FBI im Short? Ja. Habt ihr noch Leute, die ihr mir abgeben könnt? Ja, check. Ich. Zwei. Ja, umziehen. Ja, check, ich bin gleich wieder da. Ist Leute umschaut? Ja. Senfo aktuell ein Tango auf dem Dach, rechtzeitig mit Ferienglas, guckt sich gerade um. Drei Tangos in der Bank, alle Langwaffen, eine Geisel hinterm Tresen. Gage, was für ein Team sollen wir übernehmen? Ich bin gerade am Überlegen. Wenn Zukunftsteam, dann kann man. Also auf jeden Fall ungesehen kann man auf jeden Fall diesen Weg gehen, habe ich markiert. Wo soll ich hingehen? Ja. Komplett ungesehen. Weil ich sitze halt noch immer im Wagen. Ja, ja, wir warten, bis der FBR umgezogen ist. Ja, alles klar. Soll ich die sonst abholen? FBR, seid ihr schon umziehen? Ja. Ja, das ist leider ein Sperr 1, mal verstärkt, wenn da noch ein Wagen fehlt. Ich werde gleich vom Kollegen abholen mit dem Swordpanzer, ihr seid dann bei ihm im Team 2 drin. Wir haben check. Dummerweise keine weiteren Einheiten, die wir da abstellen können. Da müssen wir die auch komplett dicht machen, sodass da keiner durchkommen wird. Das schafft man niemals. Also, ne? Wenn du das schaffst, hast du mal Respekt. Also. Im Auto kriegt man das vielleicht gerade so hin, wenn man gut Gas gibt. Nee, nee, nee. Aber man kann von der Bank runterjumpen, das ist das Schwierige. Die können da runterspringen und abhauen. Wollen wir ganz hochfahren und dann wir, gehen wir mal Dächer abchecken? Also mit dem Team 2. Okay. Wir fahren jetzt hier nur zur Vorhut, dass sich hier jetzt keiner positioniert. Checkt, ob alle Türen zu sind. Das machen wir erstmal nicht. Wo ist der Matoschek? Er ist weggefahren. Die fordern nämlich Currywurst persönlich überwacht vom Matoschek. Und dann auch. Ich hab die Nummer von Herrn Matuschek, ich kann den Herrn Matuschek anrufen. Ja dann, frohes Schaffen. Aber wir kommen, wie gesagt, von da hinten können wir uns ungesehen dahin schleichen. Und wenn es dann soweit ist, wenn da wirklich zu wird, notgedrängt. Ja. 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 Ihr bräuchte noch irgendwas bei Sperreis, die ist fast komplett offen, da steht keiner, weil wir die abgesperrt haben, gell? Quasi gleiches Sperreis, non-extended. Ja, wir fahren gleich rüber. Wir sperren nur Sperre 2 einmal komplett ab. Wo meinst du rüber? Ja, wir können jetzt rüberlaufen, der Typ ist weg. Wie rüberlaufen? Der die Bank. Geht, man hört aber die Schritte, wenn du zu schnell dran läufst. Einsatzleitung für Verhandlungsführung, komm. Einsatzleitung hört, komm. Machst du auf oder nicht? So. Aktuelle Forderungen der Geiselnehmer sind 5x Pommes rot-weiß, 5x Pommes, 5 Bier und 40.000 Dollar. Ich werde versuchen, das mit dem Geld noch runterzuhandeln und würde empfehlen, einmal die Currywurst rot-weiß soll wohl von einem Herrn Matuschek serviert werden. Das ist Forderung von Herrschaften, dies würde ich Ihnen gewähren und als Gegenleistung würde ich dann die Gesundheit bzw. die Identität der Geisel überprüfen. Komm. Sind das nur für die Currywurst? Komm. Ja, positiv, komm. Gut, wir haben den Herrn Matuschek schon kontaktiert. Der ist schon auf dem Weg zu uns und das sollte dann in den nächsten paar Minuten geschehen. Komm. Also verstanden, informiert. Okay, wir bleiben hier auf Standby. Ja, mach ich. Oder willst du noch näher dran? Ich will mal drauf. Verhandlungsführung ein. Ich bleib hier, backup. So, sind auf dem Rückweg, sollen wir uns irgendwo speziell positionieren?
Wie gesagt, das Reserve-Team gleich für die Front und wir sind hinter der Backe. No, check. Gitch, komm weiter hier. Mexiko-Team, kommt mal mit den Punkt. Willst du? Wenn der da hochgeht und dann rüber guckt, dann wird er uns sehen. Ich mich nicht. Ich hab's genau abgesteckt. Ich kann bis zur Hälfte der Hauswand hier gehen. Da wohnen wir jetzt. Crimes zur Info für dich. Eventuell haben wir gerade so einen Fluchtversuchplan mitbekommen, der mit dem Camper zusammenhängt. Wir werden dafür sorgen, dass die Geisel erst übergeben wird, wenn der Camper hier runter ist. Ja, check. Da waren noch eben zwei Personen am Camper. Wo sind die zwei denn? Eine Person müsste noch drin sein, theoretisch. Der eine steht noch vor, das ist der Matuschek, der andere ist im Camper drin. Ich hab Hunger, Alter. Müssen noch beide Personen drin sein, hab keine rauslaufen sehen. Nicht, dass wir was mit dem Camper zu sehen. Ja, denk daran, da gibt's anscheinend ein, zwei unsichtbare Plätze in dem Wohnwagen. Nicht, dass sie damit einen rausschmuggeln. Das könnte ich mir nicht vorstellen, zur Not lassen wir den rausfahren und schalten den draußen auf und nehmen ihn auseinander. Gut, ja, das ist klar. Da kommt noch einer raus. Naja, noch eine Person vor der Bank jetzt. Beide Personen, alle Personen vor der Bank rein theoretisch. Eine Person aber nicht mehr im genauen Sichtfeld. Ich hab alle drei in der Sicht. Haben wir jetzt noch eine Person, die auch noch an der Geisel ist, oder nicht? Ja, eine ist noch drin, die anderen drei sind gerade draußen essen. Aktuell nur eine drin, vielleicht wenn man schnell genug ist, können wir den Moment ausnutzen. Die bitte runter den Mathe-Check. Wenn ihr den noch weiter mit runden machen, wenn Zugriff. Zwei sind im Wohnwagen, alle drei sind im Wohnwagen. Achtung, es wurde gerade geschrien, ich nehme die Geisel mit, einer rennt wahrscheinlich rein, nimmt die Geisel mit in den Camper und dann werden die vielleicht mit dem hier rausfahren. Weil, ja, wir sind komplett interessant an mir. Check, Verhandlungspartner, Sie müssen da die Sache vor Ort einschätzen. Geisel ist jetzt vor der Bank gleich. Den Camper unter allen Umständen stoppen. Wir sind jetzt links von der Bank in Bereitschaft. Wie wollen die hier rausfahren? Mit dem Herrn da drin. Aber was ist hier jetzt Phase? Gut, dann essen Sie, aber bitte bleiben Sie hier, sonst verschütteln Sie noch irgendwie, ne? Also Haltung, warten auf Befehl. Die machen aktuell jetzt Markise zu und vorhin runter kann sie sicherlich raus wollen. Deswegen, wir Geisel machen jetzt ist das auch drin. Alle da drin. Also stellen ja oder nein? Geisel ist noch drin. Die starten den Motor. Die wollen losfahren. Okay, wir umstellen jetzt. Check. Zugriff. Motor aus, Danny, speak the squad. Motor aus. Geisel ist hinten, aufpassen. Muss die Geisel auch tot. Der Wagen ist umstellt. Motor aus, wenn sie nicht verschwinden, ist die Geisel tot. Die Geisel ist wie gesagt noch drin. Frei im Shot, wo ist die Geisel? Wir wissen, dass da gerade eine Geisel drin steht. Und wir haben hier. Wir halten gerade die Geisel die Waffe im Kopf. Wo ist die Geisel? Wo ist die Geisel? In der Bank oder im Wohnwagen? Das war nicht Teil der Abmachung, dass sie den Camper und damit abbauen. Ja, Gott sei Dank sind wir Straftäter und mich jucken Scheißabmachungen. Deutsche Satzbau auch nicht. Ich könnte zwar mit einem Schuss ausscheiden. Wir werden jetzt mit dem Kollegen Short, zulassen, weil dann das Leben der Geisel nämlich nicht mehr gesichert ist. Wer ist doch nicht gesichert, wenn wir hier festgehalten? Die Herrschaften! Nehmen Sie bitte nicht die Geisel mit, das können wir nicht verantworten, dass Sie die Geisel mitnehmen. Ja, oder wir erschießen die jetzt einfach. Nein, wir wollen auch nicht, dass Sie die erschießen. Oder wir erschießen die gar nicht und lassen die gleich einfach irgendwo laufen. Hören Sie zu, die Herrschaften. Tut mir leid, Sie haben schon an die erste Abmachung nicht gehalten, wie können wir Ihnen jetzt noch vertrauen? Wir können leider dieses Risiko, wissen Sie, wir können dieses Risiko... Das heißt, die Frau da hinten in Rot, der in Rot. Scheiß haben wir auch nicht, also... Kein Hut, Holz vor der Hemd in Rot. Die Herrschaften, wir wollen es ja auch nicht unnötig. Das geht nicht. Also. Währenddessen drehen wir eine Runde und kommen gleich wieder. Glaube ich leider gar nicht. Warum können Sie nicht zulassen? Es ist einfach, weil wir dann nicht zulassen. Wissen, ob es den Geiseln gut geht oder nicht. Also ich sehe hier gerade, diesen Wohnwagen vier Eisenschussdinger, die Meinung eventuell ändern können. Die Herrschaften, wissen Sie, wir können das Risiko nicht verantworten, dass Sie jetzt mit der Geisel wegfahren. Versuchen Sie das Ganze, wir wollen das Ganze friedlich lösen. Wir wollen es ja nicht eskalieren lassen, wir wollen Sie es nicht töten oder sonst was.
Wir können aber das Risiko nicht verantworten. Wissen Sie, dass Sie die Geisel mitnehmen? Das ist das Problem. Sie sind leider umstellt. Wir wollen auch nicht, dass Sie die Geisel erschießen. Einen Moment. Das Schöffengericht zieht sich zur Beratung zurück. Die Herrschaften. Wie gesagt, hier ist noch ein Verhandlungspartner vor Ort. Jetzt machen Sie doch nicht die Rollladen zu. Also ich habe nur einen mit Waffe drin gesehen. Charakter, behandle dich mal, du blutest. Schlechter Zeitpunkt aktuell. Können wir vielleicht versuchen, die... Es sind genug Waffen gerichtet, behandle dich jetzt. Können wir ihn vielleicht losfahren zu lassen, während der Flucht stoppen, vorher die Geisel rauszukriegen, dass sie die rauslassen? Blute ausmachen? Dankeschön. Carter, es zielen 10 Waffen auf die. Behandle dich jetzt. Kein Bock, dass du hier so schlimm ist es nicht. Das ist ein Kratzer. Hab mich da in der Hecke an der Donner gestochen, ne? Irgendwie muss die Geisel da noch raus. Ich gehe davon aus, dass die Herrschaften, hören Sie mich! Die haben selber doch gerade gesagt, das ist Schwachsinn, wenn sie jetzt wegfahren. Wir sind vom Sword. Wir wollen nur, dass sie die Geisel rauslassen. Oh, machen Sie können Sie die Waffe runternehmen? Tür auf. Dankeschön. Ja, dann gehen Sie in die Bank. Aber bitte, wir werden das Fahrzeug werden wir euer kontrollieren, wenn es rausfährt. Sie können wieder in die Bank rein. Also. Gehen Sie ganz langsam in die Bank, dann ist alles gut. Denken Sie bitte daran, dass die ganze Zeit der Geisel ins Gesicht gezielt wird. Solange Sie in die Bank gehen, ist alles gut. Dann wollen wir auch um nichts weiteres tun. Wir können das nicht verantworten, dass sie die Geisel mitnimmt. Das ist der einzige Grund. Ich hoffe, das Ganze nimmt friedlich ja, Ende. Also einmal das Fahrzeug stehen. Waffen runternehmen. Wir haben jetzt unsere Waffen gesenkt. Können Sie Ihre Waffe jetzt auch senken? Wunderbar, geht doch. Sheriff-Kollegen, können Sie den Herrn mal rausbegleiten? Mit dem Wohnwagen. Vielleicht nochmal kontrollieren oder so. Ja, der soll hier vorfahren. Dann ja. Nehmen wir den einmal. Fahren Sie einmal bitte zur Sperre vor, der Herr. Aber auch die Radkasse, mir scheißegal. Ich nehme alles auseinander, was an diesem Ding nicht und nagelfest ist. Perfekt. Einer wieder auf dem Dach. Bitte schön. Gut, dann die SWAT-Einheiten wieder erstmal postieren, rundherum. Unsere Position ist jetzt verbrannt. Ja, passiert. Oh, Hallöchen. Gage, geh mal wieder auf die gleiche Position. Wir wurden kurz unterbrochen. Ganz kurz. Das ist so ein technisches Problem. Da oben ist einer drauf. Der guckt gerade da runter in die Richtung. Ja, ja, soll er ruhig. Einen wunderschönen guten Tag. Ich hoffe, Sie haben trotzdem schon mal ein bisschen Essen mitgenommen, bisher schon vertilgt. Wo sollen wir hin? Sollen wir uns irgendwo positionieren? Bug umstellen? Keine Ahnung. Naja, wir gehen wieder ein bisschen dahinter. Na, wir bleiben so lange davor. Also, bei Verfolgung bin ich raus mit dem Stoppanzer. Wir haben hier einen GMC. Sprich, ihr müsstet eventuell im Notfall schnell rübersprinten. Wo steht euer Auto? Eine Sperre. Sperre 3. Ich könnte es noch weiter vorfahren. Ich könnte mich bereit machen mit dem Panzer, mit dem GMC. Ich könnte mich bereit machen mit dem GMC und dann könnte ich, sobald es losgeht, sobald die wegfahren, könnte ich vorfahren, euch abholen und dann gehen wir los. Bei dem vorne nehme ich gerade den Fluchtwagen. Die nehmen den Mercedes, der da vorne steht, wenn ich das richtig gesehen mitbekommen habe. Dafür muss eine Sperre aufgegeben werden demnächst. Ja, das sowieso, das muss dann ausgemacht werden. Ich werde gleich mal mit der Einsatzleitung funken. Dass wir das dann. Wollen wir das auf einer Verfolgungsjagd oder wollen wir versuchen, die abzufangen? Was halt noch gefährlicher für die Geisel sein könnte.
Die Verfolgungsjagd ist ungefährlicher für die Geisel. Ja, dann machen wir Verfolgungsjagd. Ich glaube, ein Team. Ein paar hinter der Sperre 2 laufen, der hat Angst vor einem Zonk hinter der Sperre. Vor einem was? Vor einem Zonk. Verhandlungspartner im Short von einem SWAT-Leiter. Ja, gehört. Wenn es dann wirklich zu dieser Übergabe kommt, die werden dann wahrscheinlich in ihr Auto steigen und dann werden sie wahrscheinlich wegdampfen. Über welche Sperre wollen sie fahren? Weißt ich habe jetzt gerade Sperre 2 vorgeschlagen. Zu Sperre 2 müssen, wie gesagt, nur Einheiten laufen, die da mal am Zonk gucken. Genau. Wir werden es dann so machen, wir werden aufsatteln und werden dann mit dem Fahrzeug, sag ich mal, hinterherfahren. Check in der Theorie könnte man sogar die Kurve nach Sperre 2 und die nächste T-Kreuzung nach Sperre 2 dicht machen. Das Ding ist Sperre 2, befindet sich keiner. Deswegen läuft er gerade persönlich hin, weil er keiner hinlaufen möchte und nur im Zorn gucken möchte. Wenn ich wüsste, was das sein soll? Ein Zonk ist das Verlierertierchen von... was hieß es? Gut, dann würde ich sagen, lass... Wobei, Einsatzleitung muss das entscheiden. Wenn wir das machen. Also ihr wollt ja jetzt einen Zugriff dann praktisch machen. Verfolgungsjagd. Sprich, sobald die Übergabe geschehen ist und die in ein Auto einsteigen, fahre ich vor, hole noch die Leute an, ab die Swatler und dann fahren wir hinterher. Aber auf keinen Fall alleine das Fahrzeug stoppen, falls Abriss ist, der Kollegen. Ja, es kann ja auch gut sein, dass sie dann mit zwei Fahrzeugen fahren wollen. Werden sie wahrscheinlich. Wir haben aktuell 3-4 Fahrzeuge, die wir besetzen könnten. Ich weiß nicht, mit was dann das Wort fahren will. Das FBI-Fahrzeug wird sich da gleich entfernen, weil ich die Geisel mitnehme. Gut, check. Was fahrt ihr dann? Wir fahren mit dem GMC. Ich wollte gerade sagen, der steht da noch hin. Ja, den nehme ich gleich. Den Panzer kannst du mal einpacken, bitte. So, dann macht ihr schon mal Richtung Aufsattelung. Wer waren die Leute, die Sperre 2 aufgestellt haben? Hallo? Die Sperre 1. Ich verstehe dann auf mein Kommando gleich mal die Absperrung abbauen bei Sperre 2. Jo, check. Das Ganze wird so ablaufen, ich werde Koffer und Geisel vorne in die Tür bringen. Sobald ich das Geld übergebe, wird die Geisel losgemacht, wird Richtung Sperre 1 laufen. Und packt das und schon mal hier Nagelband zusammen. Ich gehe jetzt 10 Schritte zurück. 1, 2, 3. So, 10 Schritte, sie können von mir aus los. Ist noch nicht los, einer steht noch in der Geisel. Geisel frei. Fahrzeuge fahren, Wagen, Fahrzeuge fahren. Mir ist scheißegal, wenn jetzt jemand. Auf, 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 auf. Bist du der Einzigste? Ja, das ist der zweite. Go. Ja, gib bitte an, wo lang. Richtung Justizgebäude. Wir folgen dem C-63, die Fahrzeuge haben sich aufgesplittet. Wir befinden uns aktuell beim Justizgebäude. Von jetzt einen Feldweg entlang des Justizgebäudes. Hoch zum Friedhof. Na komm mal her, Kim. Habt ihr gesehen, wo das andere Fahrzeug hin ist? Richtung Zentrum entstand. Wenn wir nur Overwatch gebrauchen können, aber ja. Ja, stimmt. Das dachte ich mir auch so. Crimes im Short? Ja. HQ, Overwatch, ab geht's. Echt? Ich verfolg den grad. Achso, ja, nevermind. Stop the fucking vehicle! Es ist Feierabend. Ist es Feierabend? Oh ne. Das ist gerade Strecke ist und wir erstmal. Ja. Hat sich, glaube ich, um den Baum gewickelt. Nee, zu links. Ja, Problem ist, dass das Auto leicht beschädigt ist. Wegen der Mauern. Ja. Ach, Junge. Ach, ist der Sheriff dran? Boah, ich seh nix. Aber solange wir in der Nähe sind, ist alles gut. Jetzt. Oh, mit Hass. Bremse stehen! Passt auch soweit. Gut, ich würde sie einmal abtasten. Stellen Sie sich einmal hier hin, auf die Linie.
Mal Hände hochnehmen? Ja, die Hände hoch. Achso, Entschuldigung, ich bin der Beifahrer. So, jetzt, Sie lassen die Hände bitte oben, das passt soweit. Ja, ist okay. Warten Sie kurz einen Moment. Ja, Frank, da sitzt er wieder drin in der Scheiße. Gut, da haben sie auch nichts in den Hosenbein gehabt. Gut, dann der hintere linke Fahrer, Passagier einmal bitte aussteigen. Auch zu dem Herrn stellen. Auch Sie stellen sich einmal zu dem Herrn. Ja. So, einmal den Ausweis bitte. Selbstverständlich. So, Herr Dümbelmann. Gut, dann würde ich Sie auch mal kurz abtasten. Müssen Sie einmal die Hände über den Kopf machen. Gut, das passt soweit. So, vom Fahrer würde ich einmal jetzt gerne den Schlüssel haben. Schlüssel, aber sicher doch. Wobei, wenn das Auto offen ist. Auto ist offen, ja, passt schon. Das Auto ist offen, ja. Passt schon. Dann werde ich einmal kurz in den Kofferraum noch reinschauen, ne? Ja, können Sie gerne machen. Eine Glock, eine 5, 4 Glocks haben sie da sogar. Eine 5, 7. So ein komischer Kartoffelsack und Gabelbinder. Für was haben sie das, wenn ich fragen darf? Ein Kartoffelsack war es jetzt, die wollten ein paar Äpfel. Nee, die Waffen. Die Waffen, das sind so Sicherung. So Sicherung. Wollte ich eigentlich an meine Mitarbeiter verteilen, weil ich ja bald die Shisha-Bar öffne. Die eröffnen Shisha-Bar, okay. Ja, da sollen sie sich natürlich nichts zu Schulden kommen lassen. Bitte? Da sollten sie sich natürlich nichts zu Schulden kommen lassen, ne? Ja, ich bin mir keiner Schuld bewusst jetzt. Nee, aktuell nicht. Wir wurden angerufen von ein paar Leuten, die da ihrer Arbeit nachgehen, dass sie anscheinend denen gefolgt sind und sie beobachtet haben. Wir haben welche an einem Kupferverkäufer oder Kupferverarbeiter gesehen. Genau. Und dass sie anscheinend da schon die ganze Zeit dahinter sind, ne? Und dementsprechend wollen wir dem natürlich nachgehen, ob sie irgendwas dabei haben, was höchst gefährlich sein könnte, sprich eine Langwaffe oder sonst was. Ich hoffe, sie machen sich nichts mehr, wenn wir sie in Verbindung bringen sollten. Ja. Mit irgendeiner Straftat. Ja. Sei es überfallen oder so, dann können sie das mit ihrer Shisha Bar eventuell auch abschminken. Ja, ja, nee, ich will mir keine. Also warten sie auf, ne? Ich wünsche ihnen dennoch einen schönen Tag noch. Was? Was meinen sie? Hier stimmt bei deinem Kopf zum Sack, aber ich schätze mal, sie haben gefragt, ob ich einen Waffenschein besitze. Ja, den besitze ich. Also, ja, in der Geldbörse rechts. Warten Sie noch einen kurzen Moment. Ja, ich warte. Sie können auch Ihre Hände runternehmen. Gut, dann können Sie wieder ins Auto einsteigen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Angenehme Weiterfahrt. Danke, machen Sie gut. Danke, Ihnen auch. Tschüss. Schönen Tag noch. Angenehme Weiterfahrt. Vielen Dank. Wiedersehen. Wir fahren jetzt mal, ich glaube die Händler sind da gerade ihr Geld abgeben. Was? Am Geldautomat fahren wir dahin. Der ist hier parallel. Ich muss vielleicht noch zur Tankstelle ein bisschen kaufen. Ja. Ich bin inzwischen beim Essen vollkommen umgestiegen auf Sandwiches und Tee. Die Sandwiches geben 65. Dann fragen wir jetzt nochmal, zum sagen wir mal Bescheid. Ja. Boah, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Massenverarbeitung oder was? Guten Tag. Wer waren die Herrschaft, die uns gerade wegen dem weißen Oldtimer gerufen haben? Das waren wir. Okay, wir haben jetzt mit den Herrschaften gesprochen. Die hatten kurz Feuerwaffen dabei. Nichts gravierend oder sonst was. Ich habe die drauf angesprochen. Wir können natürlich nichts nachweisen, ob sie was vorhatten. Wenn sie die Herrschaft nochmal sehen würden oder sollten in einem weißen Oldtimer, sagen sie uns bitte Bescheid, ne? Da wird vielleicht eine Einheit hinkommen und sie absichern oder sonst was. Also, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, viel Spaß noch und ja, viel Erfolg. Schönen Tage noch, viel Erfolg. Tschüss. Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen, tschüss. So haben wir uns echt den Arsch gerettet. Ja. Wenn die Kamera wirklich...